wieder mal eine Folge Remastered mit Fabian. Random Siddiqui ist wieder das Motto. Ja, wir sagen, es geht direkt los. Ich habe das Spiel ja schon gezockt, ihr wisst Bescheid. Lemurzin ist hier das Spiel der Wahl. Ja, und ich denke mal, ich steigere mich hier direkt mal wieder und immer möchte ich hier in himmlische Höhen um das Gefühl. Wünschte geliebte Fastfood hier vom Himmel zu holen. In der Hoffnung, dass ich von der Officer Schildkröte hier nicht vom Himmel geholt werde. Oder von dem Dynamit, was an der Ballonschnur hängt. Also ja, schon harte Zeiten. Schießt ja noch mal Shotgun, sehe ich gerade erst. Gott. Vorgestern, als ich es angezockt habe, in der letzten Folge, das war grauenhaft. Jetzt habe ich ein bisschen Ruhe wieder bekommen, aber ja. Leicht ist es immer noch nicht, auch wenn es gar nicht so schnittlich und möglich aussieht. Aber steuert ihr mal einen Hubschrauber und das als Immunäffchen durch den Dschungel. Verfolgt von einer Schildkröte mit einer Schrotflinte auf einer Rakete fliegend. Fast gut sammelt. Also ja, da kommt einiges zusammen. Ah, und wieder der gleiche Fehler. Okay, am Anfang unten halt. Schnell nach oben und schießt hier oben. Okay, das war okay, auch da soll ich mich umhalten, ne? Das ist die umhalten. Runter, runter. Wolfgang, pass auf! Eieiei, okay, ein Drittel habe ich. Also das Spiel macht zwar eine Menge Spaß an sich, aber es neigt auch zu Panikreaktionen zu führen. Also, so spiele ich das überhaupt. Keine Ahnung, aber naja. Der Soundtrack ist episch, muss ich zugeben. Die Bomben darf man natürlich auch nicht logischerweise einsammeln. Und da kommt schon wieder so ein Typ mit zwei Handgranaten. Ah, das sind fast die schwierigsten Gegner hier. Oh, Limousin, Limousin. Oh, du himmlisches Öffchen. Ich kann nicht mehr. Okay, hier. Aha! Oh nein, oh nein. Ja, Arsch hat über den Skype geflogen, da die Spaghetti-Bombe. Oh, Junge! Oh ja, das sieht doch wunderbar aus. Sounds like fun, sounds like fun. Ah! Okay. Ja, das ist die vorletzte Folge mittlerweile noch für ein, deutschlandweites Importverbot für Schildkröten ausgesprochen. Dabei bleibt es auch. Ich hasse Schildkröten. Die finde ich ja nicht ganz süß. Ah, ne. Also, ne. Ich hasse euch, Schildkröten, ich hasse euch. Wenn die Schildkröten dann noch bei der Polizei arbeiten und mit der Schöpfjagd um mich herum sind, dann ist alles aus. Dann ist alles vorbei. Ich glaube, ich habe den Nass, die alte Kröte. Ah, und da hat sie mich wieder gekriegt. Das gibt's doch nicht. Nein! Ah, hoch, hoch kommt vor dem Fall. Oh Gott. Den habe ich nicht gesammelt. Ich würde mir nicht so viel freuen.
Ja, oh, wow, das bin ich nicht selber, das bin ich selber nicht geglaubt. Oh Mann! Diese scheiß Schildkröte! Okay, ich halte das wirklich nicht lange durch. Also mir hat ein, zwei Folgen davon kann ich dann halt nicht machen. Ah! Oh mein Gott, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Jawohl, boah, ich bin bald jetzt hier nicht so viel freuen, aber ich bin... Nein! Nein! Was zur Hölle? Oh Gott! 19 Level gibt es, 19 Level. Ich bin in Level 5 oder 6 und... Entschuldigung. Was ist das gerade? Ich häng wieder mit einem Weihnachtsbaum, ey. Ich bin grauenhaft. Da komm ich nicht. Da komm ich nicht weg wegen der Bombe über meinen Schädel. Also. Junge, Junge, ey. Ist das unglaublich? Hä? Oh ja! Ja, 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 ja! Nein! Ruhig bleiben, Fabian. Platz ruhig bleiben. Ist das schön, das Spiel. Das ist wirklich ein schönes Spiel. Harmonisch. Ich muss gleich unbedingt auf meine Farben helfen. Ich muss mich nicht abreagieren. Spannend. Ich bin bald bei der Hälfte. Na, diese Schildkröte bringt mich noch um den Verstand. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hasse dich! Ja, ich habe auch richtig eklig den Mund befeuchtet. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss ich an Derek denken. Ich kenne das ja noch, der eine oder andere. Ich bin auch von einem Kumpel von mir, hatte damals Albträume von Derek, als ich das mal gesehen habe. Also als Anekdote am Rande. Naja. Da hatte ich heute gar nicht so große Augen. Oh. Harry, fahr schon mal die Rakete vor. Und hoch, ja, und der, die Pferdehre nehme ich auch noch mit, die Erdbeere. Vielleicht sollte ich den auch ein bisschen mehr nutzen, noch so ein bisschen mehr hin und her, dass man den so ein bisschen auf Sachen ansetzt und dann den wieder versteht. Boah, komm, nein, ich hätte eher losfliegen nach oben müssen. Shit. Ah, Schildkröte, ich liebe dich. Echt. Kino, Silence. Ich schaff das, komm hoch! Ah. Okay. Lange halte ich das nicht mehr durch. Verdammt, ey, Gott bewahre. Ich muss auch dafür sorgen, dass die Schildkröte einem noch ein bisschen mehr die Bomben aus dem Weg schießen. Ah. Ein Träumchen, echt wirklich. Es macht einfach nur Spaß. Wunderschön, das ist das Spiel, wunderschön. Fick dich! Ey, da ist aber Platz zu. Nein!
der Absturz, okay. Aber ich habe es freigeschaltet, ja, verzweifelt, das bin ich wirklich. Ich glaube, man das Spiel das gemerkt hat, aber wahrscheinlich ist das einfach so ein Standard-Errungenschaft. Und nach kurzer Zeit einfach jeder kriegt, weil das Spiel ist einfach zum verrückt werden. Mann, ey. Wer das seinen Kindern nicht spielen vorsetzt, der muss sich nicht wundern, wenn die Mutter ihm später einmal die Augen auskratzen werden. Die falsche Angst vor nur Äffchen entwickeln. Ich schaff's jetzt. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Einfach ganz ruhig. Ja. Das kann doch nicht sein. Meine Fresse, ey. Meine Fresse. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das war geil, das war geil. Jetzt auf die Schulter klopfen! Motherfucking goddamn damn fuck shit, yeah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, okay, wenn man sich absolut beruhigt, ist es doch als, ja, als Anti-Meditationsprogramm gedacht, das Ganze. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder happy, hab das Level endlich abgeschlossen innerhalb einer ganzen Episode. Sorry dafür. Und ja, das war's erstmal wieder von Remastered Random Sigdeki mit Fabian. Ich bin raus. Oh, yeah.